Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. Wir gehen durch die Tür. Ich glaube, das wird jetzt gleich lustig. Oh. Ganz klammheimlich kommt der da. Da ist noch einer. Oh, lass mich doch rein. Ich komme nicht mehr in die Tür zurück. Ganz heimlich. Die geht auch nicht mehr auf. Nein, du kriegst mich nicht. Die da einfach rausgeschlabbert. Das geht. Und ich habe immer noch. Also, die scheinen ja überhaupt gar keinen Schaden zu machen, oder was? Nee. So, hier ist alles offline, so wie es aussieht. Ich spare jetzt einfach mal Munition. Ich habe ja so wenig. So, haben wir hier noch was? Keine Verbindung. Okay. Kommen wir jetzt. Ach nee, ist gar keine Tür. Hier haben wir eine Tür. Jetzt geht's wieder in irgendeinen Fahrstuhl rein. Alpha Labor 2. Na, ich bin gespannt. Das wird bestimmt lustig. Ist ja alles lustig. Oha. Wo? Der wird gegessen. Das Bein steht. Geil. Was kommt denn da noch alles raus? Okay. Aber das ist... Also komm, das ist ja wirklich spektakulär. Einen Typen zu fressen, ihn dann auszuspucken und das Bein so hinzustellen. Also wirklich geil. Also Respekt. Respekt an dieses Tier. Ja. Ja. Natürlich. Und du auch. Ihr kommt ja nicht alleine, ne? Ihr könnt ja gar nichts alleine. Jetzt weiß ich auch gar nicht, warum ich da jetzt runtergesprungen bin. Achso, ich wollte mir das Medi-Pack holen. So, die Spielautomaten sind leider auch alle kaputt. Jetzt hat man keinen Spaß mehr hier. Ach, die Toiletten wieder. Gehen wir da jetzt rein? Toiletten sind cool, auf jeden Fall. Boah, scheiße. Oh, das war mies eben. Das war richtig mies. Muss ich da jetzt runter? Ich gehe mal auf Klo. Ah, das ist die genau die Szene aus der Demo mit Pinky. Ich weiß jetzt nicht, ob Pinky auch hier im fertigen Spiel kommt. Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war die Stelle, wo es den Fettsack gefressen hat. Hier. Wo die Plastikgedärme raushängen. Aber wie gesagt, Wegs mit Behindertentoilette, ne? Sehr fortschrittlich. Das war dein letzter Stuhlgang. Kleines Mistvieh. So. Ich frage mich echt, ob wir den anderen Typen nochmal treffen. Da, ich höre rein. Ich sende auf einer sehr niedrigen Frequenz, wenn mich jemand hört. Ich bin ganz in der Nähe. Bitte helft mir. Ich habe mich im Lagerraum C4 eingeschlossen. Okay, da hat sich jemand in irgendeinem Lagerraum eingeschlossen. Dann werden wir der Sache mal auf den Grund gehen. Da bin ich nicht nett, ich lasse die bis jetzt alle leben. Ne? Also ich könnte die wirklich tatsächlich alle erschießen. Aber ich bin immer der Meinung, vielleicht gibt es da irgendwie nochmal einen Bonus oder sowas. Ich bin ja ein guter Mensch, ne? So. Sollte man meinen. Oh, oh. Bist du schnell? Oh nein, ich wollte mal irgendwie nachladen. Und du kommst ja nie alleine, ne? Niemals. Du kannst ja gar nichts. Ich glaube, die kommen nachher auch zu dritt, zu viert und keine Ahnung was. Wird auf jeden Fall immer mehr. Hast du gerade gegessen? Also ich wollte dich nicht beim Essen stören. Oh, ihr habt gerade... ihr habt also was ganz anderes gemacht. Wahrscheinlich nicht gegessen. Vielleicht können wir uns mal ein bisschen aufladen.
Revolver. Ach so, wo ist denn dieser Lager? Lager und Technik. Okay, da ist nichts. Hui, das bin ich. Das erinnert mich wieder so an die Szene von Spaceballs, wo die den eigenen Film... Das ist egal, muss man gucken. Muss man auf jeden Fall gucken. Da ist die Kamera. Man da jetzt immer noch... Gut, das wird man trotzdem noch sehen können. Wo hat der Typ sich jetzt verschanzt? Können wir hier was machen? Ist alles offline? Also können wir nur hier weitergehen? Boah! Die hatte mal einen spektakulären Auftritt. So ein bisschen wie Hancock. Ach Gott, Luft! Mach zu, mach zu, mach zu! Da ist ein Fenster kaputt. Scheiße! Ah! Oh! Habe ich eben gar nicht drauf geachtet, dass mir die Luft ausgeht langsam. Da klopft einer. Ich höre jemanden klopfen. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Hier, ich bin hier. Könnt mich doch nicht einfach übersehen. Ich glaube, die sind ohnehin alle nicht ganz sauber. Ich höre ihn doch. Auf jeden Fall klopft hier irgendwer. Ja. So, jetzt geht's los. Komm, meine Freunde. Hallo, Freunde. Hallo. Na komm. Schnell nachladen, Ja, das ist klar, dass ihr nicht zu mir vordringen könnt. Warum auch? Warum soll es auch mal einfach sein? Ne? Aber trotzdem habe ich hier Geklopfe gehört. Ich gehe jetzt hier einfach mal rüber. Ich höre ihn doch. Hallo, sagt er. Ist er hier drin? Der soll hier drin sein, ne? Ich guck mal, ob wir hier irgendwie das Ding öffnen können. So. Gucken wir mal die E-Mails durch. Da ist kein Code. Auch keine... Oh, ich will mir nicht schon wieder so ein Audiolog anhören. 409. Ah. 4-0. Okay, da ist er auch nicht drin. Aber wo ist der Typ, sag mal? Ich will ihn jetzt finden, unbedingt. Ich hab jetzt echt gedacht, er ist da drin. Komm rüber. Und hier bin ich gekommen. Keine Ahnung. Gut, gehen wir mal den offiziellen Weg weiter. Vielleicht ist er hier irgendwo. Aber ich glaube nicht. Ich höre ihn nicht mehr. Komm her. Komm her, du Misty. Komm her. Ruhig. Okay, super. Das gefällt mir. Jetzt wollte ich gerade die Granate nachladen. Das gibt's ja gar nicht. Wo ist der Typ? Also ich höre ihn nicht mehr klopfen jetzt. Ach, es tut mir leid. Ich muss nochmal zurückgehen. Das interessiert mich jetzt echt. Den irgendwie zu finden. Irgendwie ein schönes Rätsel, aber... Muss doch hier sein.
Ich bin echt zu blöd. Ist der hier in dieser Maschine drin? Ist das irgendwie... Nö. Also ich kann hier wirklich nichts machen. Okay, falls ihr irgendwie eine Lösung habt, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Also ich will jetzt auch nicht euch damit so lange aufhalten hier. Dann hat sich das erledigt. So, Lift rufen natürlich. Ach, der ist ja schon oben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, hier ist ja alles vertreten. Los. Na, nachladen. Vielleicht ist der auch hier? Nee, keine Ahnung. Da ist jemand. Das ist der Typ aus der IT wieder, ne? Nee, das ist irgendein anderer. Irgendein anderer. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen helfen. Licht ist aus. Ich führe Sie hier durch, wenn Sie mir aus der Basis raushelfen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Los, ich kann nicht warten. Wieso kannst du nicht warten? Ich muss speichern, so lange musst du noch warten. Soll ich dich lieber gleich erlösen? Elektromagnetische Impulse haben die Elektrik ausgeschaltet. Das sieht schon geil aus, so, ne? Ein großer pustet uns auch das Licht aus. Ich glaube, ich muss den jetzt so ein bisschen beschützen. Sonst geht der gute Junge gleich drauf. Ja. Was? Wo ist einer? Seh nix. Ist hier kein Scheiß. Oh, das ist alles so offen hier. Was war das? Ich will es nicht wissen, Junge. Und dir geht's gleich bestimmt nicht mehr gut. Da. Komm her. Komm her. Das war knapp. Ja. Machst ja nichts. Klar war das knapp. Ich gehe mit meiner Laterne. Geräusche. Wird immer krasser. Wo denn? Wo ist das Vieh? Wieso darf es sich nicht kriegen? Oh, wie lang ist denn der scheiß Weg hier noch? Achtung, da kommt noch einer. Wo? Wo? Ich glaube, der geht am Schluss sowieso drauf. Da, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. So, komm, Schisser. Da vorne ist ein Leiter. Ja, ich beschütze dich doch. Ich beschütze dich, keine Angst. Ich meine, ich kann für nichts garantieren, aber... Da ist der Ausgang. Da oben? Das ist der Ausgang? Na, dann geh hoch. Klasse. Nur ist er doch tot. Oh nein. Ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Und es hat doch nichts genutzt. Hier haben wir wieder so ein... Ja, für die 39. Ich guck mal, ob ich da auch irgendwas habe. Ich glaube, das war die, die wir schon auf hatten, ne? Das ist die bla 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 bla. Ist egal. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mir ein Audiolog anzuhören. Oh! Wer hat die denn eingesponnen? Thumbnail! So irgendwie so nach Spinne aus oder so. Verdammt, und ich muss hier rein. Oh, muss ich da wirklich lang?
Was ist hier? Hier komme ich nicht weiter. Scheiße, ich muss hier wirklich lang. Oh, okay, es sind wirklich Spinnen. Oder irgend sowas in der Art. Nehme ich jetzt die Pumpgun raus, aber die ist zu langsam. Boah, scheiße. Ih, was bist du denn? Ich sag doch, irgendwelche komischen Spinnen. Kommen die jetzt hier mal rausgekrabbelt? Oh oh. Okay, was hat, ich wollte jetzt die Leiter hochfahren. Hallo? Oh nein! Oh. Oh, fuck you, fuck you, fuck you! Nein, nein, nein. Okay, ich muss den direkt auf die Birne schießen. Warum ist die Leiter jetzt unten? Was? Ich kann dann nicht lesen, was da steht. Oh, hör auf. Scheiße, scheiße. Lad nach, Junge. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt aushalten muss, einfach nur. Oh, die Leiter ist wieder da. Aufladen, aufladen und hoch, 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 hoch. Oh. Oh, fuck. Nein. Oh, Gott sei Dank können die nicht so viel ab, die Viecher. Boah. Miesen Dreckschweine, echt. Miesen Dreckschweine. Lass mal schnell alles nochmal durchladen hier. 48 Granaten? Boah, ich sollte die mal öfter benutzen, glaube ich. Am besten nochmal runtergehen, die nochmal vorlocken und nochmal richtig schön einen auf den Kopf ratzen. Das wäre es ja jetzt. So, ich will die Tür gar nicht aufmachen. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht wirklich nicht gesund aus. Okay. Das Labor verlassen. Machen wir es? Machen wir es jetzt wirklich? Ja, ich denke mal, an der Stelle machen wir erstmal ein Folgenpäuschen, ne, damit es auch spannend bleibt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war ja Martin. Tschüss.